Ja, hallo liebe Modellfreunde, willkommen auf dem Kanal Franks Modellbike. Es geht weiter mit meinem normannischen Katapult. Es ist jetzt das zweite Video und ich würde jetzt die Kamera ein bisschen näher ranholen und dann könnt ihr genau drauf gucken. Ich habe schon einen Teil vorgearbeitet und den Rest werde ich euch jetzt ein bisschen zeigen, was ich so mache, wie es auch weitergeht dann. Ja, ich bin bei dem Rahmen jetzt hingegangen, habe die mittlere Strebe eingesetzt. Ich habe auch hier die Kanten ein bisschen angeschliffen, so wie es in der Anleitung stand. Habe ich auf beiden Seiten so gemacht. Ich bin hingegangen, habe jetzt die Löcher hier, die waren ja ein bisschen vorgebohrt schon. Ich habe die jetzt noch ein bisschen tiefer nachgebohrt auf 3 mm. Und habe hier zwei Holzstifte reingesetzt. Die sind ja auch 3 mm. Und das würde ich jetzt auch jetzt nochmal machen. So und so. Alles drauf? Ja, okay, ein bisschen rein. Warum liest jetzt nicht raus? Aber das dauert noch 10 Schritte. So. Jetzt kommt's. Startschwierigkeiten beim Leim. So, noch mal ein bisschen. Okay. Zwei Stifte, die habe ich zugeschnitten. Die sind 15 mm lang. Die Tusche nicht ganz versenken, ist auf dem Bild und auf der Anleitung ist das auch so dargestellt. So, Lappen. Okay. So, das schon sauber machen. Langsam. Ich bin auch hingegangen, habe die Räder, habe ich jetzt einmal gebeizt in Eiche und habe die Nägelchen schon eingeschlagen. So sieht das jetzt aus, bei allen vier. Normalerweise sollte jetzt auch in diesem Schritt die Räder schon montiert werden. Das mache ich jetzt nicht. Das wird wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, das wird im Anschluss ein bisschen später, aber in diesem Video noch erfolgen, weil ich erstmal noch hier das obere Gerüst erstmal ankleben möchte und dann das ganze Gestell vor der Schnur auch noch beizen möchte. So, jetzt bist du drauf. Aber was ich gemacht habe, die Achsen, die ich ja schon vorbereitet hatte und gebeizt habe, das habe ich ja vor dem Video gesagt, ich habe Messingringe drum gebogen. Und zwar in der Anleitung ist nicht genau dargestellt. Man sieht auf einmal so einen Ring, der einen Durchmesser von 6 mm auf dem Bild ist, quasi ist aber eine Unterlegscheibe drunter gelegt. Man sieht es quasi nur bei der Anleitung, naja, man sieht nicht, entweder Unterlegscheibe habe ich keine bei, also habe ich hier den Messingdraht genommen und habe mir den zurecht gebogen. Und das wollte ich jetzt mal kurz zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier noch ein Stück Restholz, das die 6 mm hat. Ich habe da auch schon mal ein bisschen so leichte Biegung gegeben und wickel das einfach dann quasi einmal so rum. Das ist ein relativ weicher Draht, so wie das vorgegeben hat. Und dann bin ich hingegangen, habe das auch mit der Zange. Ich nehme jetzt die Zange nochmal nachgebogen. Das jetzt noch. Ja, geht drauf. Dann schneide ich das da ab. Ja, ein bisschen kürzer noch. Tick zu lange geworden. So. Und biegt mir das dann so zurecht. Die Öse dann zusammen ist, alles direkt passt. Geht hier auf dem Holz drauf. Ja, wunderbar. So sieht die Öse jetzt aus. So, kann man es sehen? Ich hoffe ja. Und tu die dann auf dem Holz drauf.
Passt natürlich, Gott sei Dank. Und da, wo die Schnitt oder die Schneidkante ist von dem Draht, die tue ich quasi dann nach unten. Dann sieht man das später nicht so vor den Zapfen, der da drin ist. Und dann sieht das sauber aus. So. Dann lege ich die jetzt alle zur Seite und dann gehen wir jetzt in den nächsten Schritt. Und dann soll in der Anleitung steht dann, man soll jetzt den Wurfkorb bauen. Ich schlöse jetzt die Platten aus der Laserschnittplatte raus und dann verleime ich das. So, die vier Bauteile habe ich jetzt hier hingelegt und die werden jetzt zusammengeleimt. Ich zeige aber jetzt nur den ersten, jetzt in der Reihenfolge, die kommen jetzt so übereinander. Ich glaube jetzt das ganze komplette Leim, das ist nämlich ganz interessant. Also tun wir jetzt ein bisschen Leim drauf. Die zwei Stücke sind eigentlich identisch, bis auf die Öffnung hier für den Wurfarm. Okay. So. Die anderen Teile, ich mache sie jetzt sauber, ich gebe jetzt die anderen Teile übereinander und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis dann. So, ich habe die Teile jetzt verleimt, ich habe die in zwei Klammern gepackt. Ich lasse es etwas durchtrocknen und als nächstes würde ich jetzt die Teile von den Wurfarm auslösen und die Wäsche auch verleimen dann. Die Teile sind jetzt ausgelöst. Teilweise habe ich schon mal grob gereinigt, aber jetzt habe ich mir entschlossen, das alles zusammenzuleimen und dann mit dem Bandschleifer dann richtig sauber zu machen. Die Teile, zum Beispiel das mittlere Teil, haben auch Bohrungen, auch hier die Seitenteile, verschiedene, hier, wo später die Achsen durchkommen. Und deswegen würde ich jetzt so anfangen, dass hier mit den zwei kleineren Teilen, die drankommen, die sind auch nicht ganz jetzt mittig. Ich muss jetzt aufpassen, wie ich die rum einbaue. Aber wenn ich das so übereinander halte, passt das so einigermaßen. Und dann würde ich jetzt leimen und dann immer die 6 mm Achse dann durchstecken und dann passt das soweit. So, dann fangen wir mit dem ersten mal an. Nicht so viel. So. Das zusammendrücken. Bisschen sauber machen. Na, da geht's das Telefon, ich muss jetzt mal einen Moment warten. So, stecken wir die Achse durch. So. Na, so, okay. Okay, zwei Klemmerchen, die habe ich ja schon parat gelegt hier. So, einmal. So, okay. Nehmen wir die jetzt wieder raus, machen das sauber. Okay, ich lasse das jetzt immer ein bisschen durchtrocknen und mache die nächsten Bauteile und zwischendurch zeige ich euch mal so einen kleinen Schritt dann. Der Wurfarm sieht jetzt zurzeit so aus. Bis jetzt passt auch alles, die Stange geht auch alles wunderbar rein. Das funktioniert alles. Ich schiebe jetzt das nächste Teil an. Ist alles wunderbar, bis jetzt klappt es. Gut andrücken, sauber machen. Und was zum Befestigen, das mit der Stange durchschieben. Ja. Mich innen drin auch nichts verklebe. Aber es passt aus wunderbar. Ja, passt alles. Alles gut.
Genau. Dann darf ich jetzt trocknen, dann klebe ich gleich noch die zwei Stückchen da rein. Der Korb sieht jetzt schon mal so aus als Rohling. Der ist schon mal so weit durchgetrocknet. Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich gebe jetzt die Teile noch für mich ein und dann mache ich hier weiter mit dem Gerüst. Noch mal kurz zum Zeigen. Ich habe jetzt hier zwei Spezialgewichte draufgestellt. Stange passt auch, Klammer ist fest. Alles wunderbar, damit es auch schön gerade wird. Okay, wir sehen uns gleich. Der Wurfarm sieht jetzt so aus. Den muss ich dann auch schleifen, damit das alles schön wird. Ist alles durchgetrocknet jetzt. So, jetzt bin ich hier mit dem Rahmen dran. Und zwar hier quasi, ich nenne sie jetzt mal Pfeiler. Und mit den Streben. Ich bin jetzt hier hingegangen, habe schon die ersten Zierelemente angebracht. Auch hier so ein kleiner Klotz, da wo später so ein Seil drauf liegt. Aber das wird ihr später dann nochmal sehen. Hier sind schon Löcher vorgebohrt, das auch mit diesen Teilen, Laserschnittteilen. Ich bin jetzt so hingegangen, habe die ein bisschen vergrößert auf 1,5 mm, wie ich die Nägelchen reinstecken kann. Und zwar, damit das dann genauer passt, mich die Löcher auch treffe mit den Nägeln. Damit das Teil auch dann genau hinkommt, wo es auch soll. So, jetzt stehe ich einen Nagel auch rein. Lass sie so ein bisschen rausgucken. Ein bisschen Leim. Bei diesem Modell ist die Beschreibung leider relativ schlecht, ungenau, wie man es auch immer nennen will. War teilweise fehlerhaft. So, ich drücke das jetzt mal an. Und hier kann man schon die Nägelchen auch wieder rausziehen. Ich habe die jetzt extra noch nicht versenkt, weil ich später, ich möchte das ganze Gestell, habe ich ja schon mal gesagt, nochmal in Eiche beizen, weil mir das so nicht gefällt und auch wegen Konservierungsschutz. Deswegen mache ich das dann so. So, der Leim ein bisschen weg, da steht ja nichts über. Dann tue ich jetzt hier auch den kleinen Würfel auch anbringen. Das wird auch nicht jetzt im Detail alles gezeigt. Ich bin quasi jetzt hier mit dem Wurfarm. Ich habe den jetzt trocken lassen, ich will hier noch schleifen alles. Und dann überspringt das einfach und dann haben wir auch schon die Seile dran. Man kann auch hier nur erkennen, dass es hier das Element jetzt angebracht worden ist mit den Nägelchen. Schaut man aber auf den Karton. Da sieht man ja auch erstens, dass das kein Schichtholz ist, wie jetzt hier, wo ich auch die ganze Verbrennung weggemacht habe. Es scheint ja für mich optisch zu sein, dass es Echtholz ist, also Vollholz. Ja, ist jetzt so, wie es ist, aber hier ist ja quasi das Element, was hier ist. Ich weiß nicht, ob man es so erkennen kann, ob es euch nicht gerade so spiegelt. Das steht an der Seite raus. Und das Element ist ja quasi auf den Rahmen drauf und auf der Verpackung ist quasi das Holz quasi so angebracht, daneben. Es ist leider so, wie es ist. Es wird ja immer noch trotzdem noch ein schönes Modell. Aber es ist leider relativ ungenau. Aber das hat man bei den Modellen halt schon bei den anderen auch schon gehabt, ein bisschen nicht gerade gut gezeigt, beziehungsweise erklärt, beschrieben. Naja, so ist es leider. So, jetzt lege ich das Stück hier dran. Okay. Lass das hier, ich lege das mal zur Seite, lass es dann trocknen. Die Streben können dann auch weg. Die lege ich auch ein bisschen aufräumen hier. Und jetzt als nächstes werde ich dann jetzt das hier zusammenleimen. Es ist auch ein bisschen viel Spiel drin. Aber es ist. Aber durch die ganzen Streben wird das schon sehr stabil. Das mache ich jetzt einfach mal. Leime ich das dann. Muss ich mal Leim hinkriegen.
bisschen mehr. So. Okay. Ich will es mal zumachen. Jetzt muss ich gucken, ob ich alles so zusammenkriege, wie ich mir das vorgestellt habe. Und im Nachhinein habe ich die Welle vielleicht rausgelassen und dann, ja, das vorher gemacht, wie ich das alles gerade kriege. Ah, da fehlt mir jetzt Leim. Nicht nachgedacht richtig. Aber man kann das dann auch ein bisschen korrigieren. So. Dann tun wir den oben auch Leim drauf. Man kann in der Beschreibung sehen oder auf dem Deckel, dass die Löcher, die hier angebracht sind, also oben zum den Pfosten hinkommen. Und dann passt das soweit. So. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen viel rumgesaut. Gucken, ob ich das auch einigermaßen so gerade kriege. Aber es sieht so gut aus. Jetzt muss ich den ganzen Leim wegmachen. Okay. Ihr habt gesehen, was ich jetzt gemacht habe. Ich mache das auch soweit sauber. Klebe in Ruhe noch die andere Seite dran. Und dann sehen wir uns wieder, wie ich hier 4 mm Holzstangen rein langsam einfüge, wo später auch die Seile dran kommen. Und das ist auch sehr knapp erklärt. Also nur mal so ein Bild. Hier sind so zwei Zapfen, das mit die 4x20 mm sind. Und mehr ist das eigentlich. Wo die hinkommen, dann eigentlich nicht. Ich muss ein bisschen selbst erklären, da wo die Löcher hin sind, muss ich die quasi einsetzen. Und man kann es ja auch noch auf dem Foto noch, auf den Karton quasi noch sehen, da wo die Hölzer hinkommen. Dann hier so. Und das will ich schon machen dann. Ich habe jetzt die Stifte eingesetzt. Die sehen jetzt so aus. Ich bin auch hingegangen, habe mir jetzt doch noch ein paar Holzstücke hier an der Seite angeleimt. Erstmal hier der zweite kommt jetzt gleich. Das Holzstück sieht jetzt so aus. Das ist so eine Kerbe, da wird, kommt das Seil nachher, die Auflage. Wie quasi hier auf dem Foto. Na, spielt das so. Da liegt das Seil drauf und dann wollte ich das so gemacht haben oder wollte ich so machen. Und das Holz habe ich aus Resten von meiner Laserschnittplatte, die da, wo die Teile drin waren, habe ich den Rest rausgeschnitten. Dann. So, dann leime ich das mal an. So. Als nächstes, tun wir es ein bisschen zur Seite, kommt jetzt hier der Korb dran. Der Wurfarm habe ich jetzt schon mit dem Bandschleifer bearbeitet. Der sieht jetzt so aus. Einfach so geschliffen. Vor allem sieht das viel besser aus wie das Schwarze. Das gefällt mir ja gar nicht, quasi wie das hier noch zu sehen ist. So, dann würde ich jetzt so kurz die Kamera noch kurz anders umstellen und dann werde ich euch zeigen, wie ich den Korb mache. Okay, so. Ich habe jetzt eine Bandschleife, da habe ich jetzt 80er Schleifpapier drauf und würde dann zum Schluss, wenn Rente fertig ist, habe ich dann noch 180er Schleifpapier, weil ich dann wechseln will. Und die Maschine lasse ich, weil ich ja Zeit habe, auf langsame Geschwindigkeit laufen. Ich mache jetzt auch den Staubsauger an. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr mit dem Geräusch. Aber irgendwo muss ich ja mit dem Dreck auch hin, deswegen. Und ich will mir ja auch nicht alles einsaugen. Deswegen. Okay, mal sehen wir.
von außen sieht es der Korb so aus. Also 80er Vorschliffen, 180er nach. Und ich würde später nochmal mit 240er als Daumenschleif. Ich würde jetzt die Innenseite bearbeiten. Dazu habe ich die Maschine gewechselt, zur kleinen Bohrmaschine. Ich habe so einen Fräskopf drauf und verschiedene Köpfe mit Schleifpapier. Es ist grobes, ich kann die bezahlen, die, wie grob das ist, kann ich jetzt so nicht sagen, habe ich auch nicht mehr im Kopf. Ich weiß auch nicht, wie jetzt die Vorsätze, die Aufsätze genau heißen. Schaut es euch an, da könnt ihr ja so am besten nachkaufen dann, wenn ihr auch sowas braucht. So, da fange ich jetzt hier mit dem Innenseiter an. Sauber wieder an. Und ich habe jetzt soweit alles fertig geschliffen. So sieht der Korb jetzt aus. Ist in Ordnung. Kann man so lassen. Jetzt bin ich hier meinen Wurfarm dran. Habe schon mal ein Zielelement angebracht. Jetzt kommt hier noch ein zweites hin. Na. Korb jetzt. Hat gerade noch geklappt. So. Okay. So sieht der Arm jetzt aus. So. Dann tun wir jetzt noch den Korb, Wurfbehälter, Wurfkorb irgendwie so. Steckt hier mal drauf, das müsste eigentlich passen. Das habe ich schon mal probiert. Ist schon relativ stramm. Dann können wir den auch noch hier. Na, komm schon. Okay, noch so. So sieht der komplette Wurfarm jetzt aus. Okay. So, ich hatte jetzt eigentlich am Anfang gesagt, ich würde noch die Räder montieren. Aber das hat alles ein bisschen länger gedauert, wie ich gedacht hatte. Und ich glaube, wenn ich das Video jetzt soweit zusammen habe, dann ist es irgendwann über 30 Minuten und ich finde, das reicht dann. Ich würde jetzt auch bis zum nächsten Video hingehen, dass alles quasi jetzt beizen. Danach kommen wir hier an dem Wurfkorb, Kupferbänder dran, hier kommen die Schnüre dran und dann speizt das jetzt erstmal, dann dauert das ja alles noch ein bisschen. Ja, ich hoffe, euch hat das soweit das gefallen, das Video. Daumen hoch, Abo freue ich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.